Ja, das ist definitiv der richtige Zeitpunkt, um live zu gehen. Oh Gott, ich schwelze. Ist es goldig? Hallo, mein Hallo. Name ist Runa. Wie heißt sie, Runa? Runa, ja. Gott, ist das süß. Ja, halb Sibirer, Ja, sehr flauschig. halb britisch Langhaar. Ach Gottchen. Ja, Dass hier wer? heute leider keine Boruscam gibt, weil heute ja ein spezieller Talk ist, Ja. muss ich hab die Dreamies hier. Sehr Und gut. dann gucke ich, dass ich zwischendrin den Boris einmal hier anlocke für alle, die Boris-Fans sind. Ja, du bist deutlich besser vorbereitet als ich. Ich habe immerhin heute die Tür offen und hoffe, dass mein Partnermensch nicht laut Computerspiele spielt und dabei schreit oder so, weil die Katze hat sich nämlich eben schon gerade, also Katze 1, Mochi, hat sich eben gerade schon beschwert, dass die Tür zu war, ja, und hat Na. ganz jämmerlich geklagt. Und das geht natürlich gar nicht. Dies ist ein Katzenglücklichmachhaushalt. Ja. Ja. Ja, die geschlossenen Türen sind böse. Ja, das geht nicht. Und ich verstehe auch, warum nicht. Also, das heißt, Aber mein falls. Partnermensch beziehungsweise Spülmaschinen-Ausmachmann sitzt hier auch mit. Der muss dann halt leise sein. Ja, ich weiß, ich hab das mit der Erziehung, das hat nicht so gut geklappt. Also, ich meine, das hängt auch, glaube ich, mit dem Enthusiasmusgrad zusammen beim Zocken. Ich meine, uns überkommt es doch alle manchmal. Ja, ich kenne das so. Oh fuck, oh shit, oh fuck, oh shit, oh fuck, oh shit, oh Ja, fuck. ja. Ja, und dann wartet man nur darauf, dass einem das im Stream passiert und dass es dann irgendjemand klippt und dass man genau dafür bekannt ist, dass man so unflätig flucht. Aber ja, hallo liebe Menschen im Chat, hallo liebe Menschen im Internet, hallo liebe Nessie und Hallo, liebe hallo, Ivi. hallo liebe Katzen. Wir machen heute etwas ganz Besonderes. Es ist dienstags und das ist ja quasi der dank Nessie, nicht zuletzt dank Nessie, der DSA-Dienstag. Da, nachdem es der Drakensang-Dienstag war, der auch ein DSA-Dienstag eigentlich ist. Und in der Regel ist es jetzt aktuell gerade Nordland-Trilogie-Dienstag. Also, welchen machst du gerade? Den Den ersten. ersten. Genau, ganz retro. Ja, Ja. super retro. Retroer geht's, glaube ich, gar nicht, was DSA angeht. Es braucht Sitzfleisch, das Spiel. Ich kenne das. Aber wenn du Aha. erstmal zum zweiten kommst, das war mein absolutes Lieblingsspiel. Genau, und das ist normalerweise dienstags und wir machen heute jetzt aber, schieben wir mal was zwischen und das ist der Plan, dass wir das tatsächlich alle 2 Wochen machen. Wir reden über DSA, als ob wir nicht genug Probleme in unserem Leben hätten. Nein, aber also wir machen das sowieso ständig und da haben wir gedacht, können wir das auch mal vor der Kamera machen? Ja, Ja. und mal so ein bisschen Schwung in die Bude bringen. Mal gucken, wie das so läuft. Aber man hat doch ziemlich viel zu erzählen und du kennst dich sehr gut aus mit DSA. Ich würde sagen, so mittelgut. Es gibt garantiert Leute, die sich viel, viel besser damit auskennen. Das gibt es immer. Aber ich sag mal so, ich habe das mal beruflich gemacht. Ich habe mich offiziell so zwischen 40 und 80 Stunden die Woche mit DSA beschäftigt. Eben. Und deswegen würde ich sagen, so ein gewisser Kompetenzgrad ist vorhanden, aber auch ich kann mir nicht alles merken. Und alle, die uns länger zugucken, wissen, ich habe ein Hirn wie ein Sieb. Ja, Ja, Dito, aber. ich auch. Aber ich weiß, wo ich es nachgucken kann. Und ich habe mich ein bisschen auf heute vorbereitet. Ich habe hier zum Beispiel dieses Machwerk der Historie, dieses wunderschöne alte aventurische Lexikon, dessen Bindung auch nicht mehr so ganz macht. Also es ist alt, ich habe es viel benutzt. Und die Sachen, die da drin stehen, weiß ich tatsächlich größtenteils sogar noch. Und ja, wir reden heute, oder vielmehr, wir möchten heute mit euch, liebe zukünftige Mitgläubige, Warte, nee, warte mal so. über den Namenlosen reden. Und ja, warum der Namenlose? Ich weiß nicht. Also man kann es ja schon so dem Titel entnehmen, wie wir diesen Chat benannt haben. Wir sind da nicht ganz unvoreingenommen. Der Titel ist Wurzel allen Übels oder der Unverstandene. Und genau mit dieser Frage wollen wir uns heute so ein bisschen auseinandersetzen, weil
der Namenlose für alle, die kein DSA kennen. Ich denke nicht, es hat jemand eingeschaltet, der kein DSA kennt, aber nur für den Fall. Es gibt diese Welt, Aventurien, und da gibt es 12 Götter, die sind sehr mächtig und sehr gut, oder zumindest waren sie mal so designt, dass sie sehr mächtig und sehr gut sind. Und die hatten einen bösen Widersacher, den 13., auch der namenlose Gott genannt. Und genau über den wollen wir hier heute reden. Also das ist alles fiktiv, es ist keine echte Religion, ihr müsst nichts mitmachen, nichts abonnieren. Es würde uns aber trotzdem total freuen, wenn ihr das ohnehin schon tut, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Gottenspalter TV abonnieren bei Twitch. Ja, also, ja, genau. Ist schon auch eine gute Idee. Ihr müsst auch keinen Finger opfern oder euren Schatten. Ja, also wir sind da total, das kostet euch wirklich gar nichts. Und falls ihr doch die ein oder andere Dukate übrig haben solltet, wir freuen uns auch wahnsinnig über Unterstützung auf Patreon. Generell. Und wir freuen uns auch über Liebe, Anerkennung und Liebe so. Und Anerkennung ist sehr, sehr gut, ja. Ja, das ist auch gut. Nehmen wir alles mit. Genau, ja, wir stehen auch immer so ein bisschen auf dem Chat. Also ihr könnt auch gerne über eure Erfahrung mit dem dem 13. Gott sprechen oder uns erzählen, wie es bei euch so gelaufen ist, wenn ihr mit seinen AnhängerInnen zu tun hattet. Und ja, wir haben gedacht, wir machen das einfach so ganz locker. Ich habe auch, Nessie hat die Katzen da, ich habe den Kaffee am Start. Ich habe eine Ananas voller Traubensaft. Das hätte ich jetzt auch gerne, na gut. Aber wie gesagt, Kaffee ist Leben. Heiß, schwarz und lecker. Kaffee ist Liebe, Kaffee ist Leben. Genau. Oder da sendet uns jemand über den Chat Liebe und Anerkennung. Vielen Dank. Na, danke schön. Achso, noch ganz wichtig, das haben wir gerade eben noch besprochen. Spoilerwarnung möglicherweise. Mhm, genau. Wir gehen hier ans Eingemachte. Also so richtig tief. Ja, ich versuche tatsächlich, oder also ich versuche tatsächlich nicht den Ausgang von irgendwelchen Abenteuern zu spoilern oder so. So weit geht es nicht, aber sehr vieles, was man halt eben über den Namenlosen weiß, ist Meisterwissen, und ich glaube, das wäre super schwierig, das zu trennen. Oder wir würden einfach einen sehr, sehr kurzen Stream haben, wenn wir hier nicht spoilern würden. Deswegen keine Angst, wir verraten nicht gleich weltumspannende Verschwörungen am Anfang. Aber es kann durchaus der eine oder andere Spoiler droppen. Das heißt, wenn ihr Spielleitung seid, ist das sowieso egal. Und wenn ihr Spielende seid, dann trennt einfach das Wissen, was ihr habt, von dem eures Charakters, und alles ist gut. Also wir haben doch alle eine große Faszination für das Böse, deswegen sind wir heute hier. Und ich habe mir extra was Lilanes angezogen. Also ich meine, man sieht es nicht so ganz, aber das ist ja die Farbe des Namenlosen, das Purpur, das oder das Violett, die Farbe der Herrschaft. Und ja gut, ich habe mir ein Karohemd angezogen. Also irgendwie muss man ja anfangen. Ja, ich habe mich, hat sich stets bemüht. Häkchen. Ja, genau. Still Another One sagt, wir verraten nicht, dass der Namenlose in Wahrheit Preis ist, dessen dunkle Seite sich von ihm abgespalten hat. Keine Sorge. Keine Sorge, das behaupten wir nicht. Das ist ja nur eine Theorie. Genau. Verschwörungstheorien, aventurische. Genau. Wo fängt man da an bei einem so umfassenden Thema? Ich habe überlegt, dass es vielleicht, also ich meine, die meisten Leute werden es wissen, aber dass es vielleicht eigentlich ganz gut wäre, so irgendwie vorne anzufangen. Also, wie gesagt, wir haben diesen Kontinent Aventurien, wir haben diese 12 Götter, die gut und toll sind und alle unterschiedliche Aspekte vertreten. Und dann hat man halt irgendwie so den einen miesen Gegenspieler, der irgendwann kosmisch so richtig verkackt hat. Und das ist der Namenlose. Und ich habe mir mal angeguckt in Vorbereitung dieses Streams, wie ist der eigentlich so erwähnt worden? So zu Anfang. So damals, so 1982, als es losging mit diesem Spiel so langsam. Und dann habe ich festgestellt, den gab es aber gar nicht. Den gab es gar nicht, ne? Also der wurde gar nicht erwähnt, also genauso wenig wie die anderen Götter tatsächlich. Also wenn man in den DSA 1 Sachen damals guckt, da standen irgendwie nicht so wirklich 12 Götter drin. Also so dieses ikonische, die Zwölfe zum Gruße oder sowas gab es gar nicht.
Und über die Welt stand da generell sehr, sehr wenig. Das kam erst später so wirklich dazu. Und dann habe ich geguckt und habe gedacht, ja gut, wann kam der denn so das erste Mal vor? Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die erste Erwähnung gefunden habe. Aber ich muss jetzt hier gerade mal gucken, wo ich es habe. Ich habe es mir hier auf meinen zweiten Bildschirm gepackt, voraussichtlich, wie ich war. Es gab dann später auch noch DSA 1, das ist das Abenteuer-Ausbauspiel. Das war so diese Box mit mehr Infos, mehr Heften, mehr Regeln und vor allem mehr über den Hintergrund. Und darin gab es tatsächlich einen Band, Völker, Mythen, Kreaturen oder irgendwie sowas hieß der. Und der hatte tatsächlich die Götter drinne beschrieben mit so einem an die, ja, so klassisch griechische oder römische Mythologie erinnernden Fresko, wo die Götter abgebildet wurden. Sah auch alles ja so sehr irdisch nach irdischer Mythologie aus. Und da wurde auch der Namenlose das erste Mal erwähnt. Und ich zitiere das gerne mal. Also da sind halt diese Abschnitte, da wird beschrieben, so quasi von Praios bis Raya, also so dem aventurischen Jahr folgend. Und dann kommt da dieser wunderschöne Satz. Der Gott ohne Namen gehört nicht zu den 12 Göttern, er ist vielmehr deren größter Widersacher, dessen Ziel es ist, die 12 Götter zu vernichten und allein zu herrschen. So. Und dann steht da noch, über ihn und seine Anhänger ist nichts bekannt. Und von ja, wann ist das? Das ist von 1985. Okay, ja, also ziemlich, ziemlich am Start dann. Das war noch ziemlich früh, aber ich meine, das ist jetzt nicht so die Mega-Information, oder? Also nee. Ich meine, man kriegt schon die Information, okay, das sind die Götter und das ist quasi so der, der querschießt, aber über sehr vage, ihn, ja. Ihn und seine Diener weiß man nichts. Und ja, ich bin nicht sicher, aber ich schätze fast, dass das bestimmt Fragen aufgeworfen hat damals. Müssen wir mal an Werner fragen, ob er da noch was weiß. Also Werner Fuchs ist Miterfinder von DSA und tatsächlich ja leider der Einzige, der noch so wirklich bei allem dabei gewesen ist. Die anderen sind leider alle schon verstorben. Wobei die Ina Kramer könnte das eventuell auch noch wissen. Die steht zumindest auch in diesem Buch und hat das mit illustriert. Und naja, aber auf jeden Fall mehr steht da auch sonst so nicht. Also, das ist alles. Es ist ein fieser Möpp und man weiß nichts über ihn und seine Diener. Und ich glaube, schreibt, alles ist möglich ohne Info. Das stimmt, ja. Das ist korrekt. Es lässt viel Spielraum. Man weiß wirklich zwei Dinge. Oh, die müssen sehr geheim agieren, das kann man da ja quasi rauslesen. Und, oh, das ist ein richtig fieser Möpp. So, weil einer gegen 12, der muss schon was können. Ja. Also das ist so das, was man sich da halt so irgendwie raussuppen kann. Und das war es dann auch. Und das war es auch relativ lange dann an Infos. Bis dann, ich rede jetzt nur von Spielhilfen, also es gab durchaus mal Erwähnungen in einem Abenteuer, glaube ich, zwischenzeitlich. Aber dann ist 1989, ich glaube war es, die Götter des schwarzen Auges erschienen. Und da gab es dann deutlich mehr Info, da hatte er immerhin einen eigenen Abschnitt. Ja, also da wurde dann schon ein bisschen mehr Info rausgeworfen. Crispy, oh Gott, sehr viele Fünfer, fünfmal die fünf würde ich tippen, meinte, es gab Informationen zum Namenlosen im aventurischen Boden. Das ist richtig. Also es gab durchaus dann schon Infos hier und da. Tatsächlich in Spielhilfen, aber hat das wirklich ewig, ewig lang gedauert. Und 85 kamen dann die Götter des schwarzen Auges raus und da gab es dann wirklich das erste, meines Wissens nach, ihr dürft mich super gerne korrigieren, wenn ich da völlig Mist gebaut habe, wirklich dickes, also im Gegensatz zu diesen zwei Sätzen, eine wirklich dicke Portion an Informationen zusätzlich. Und ich habe jetzt hier, habe ich ja vorhin schon mal hochgehalten, dieses wunderschöne Lexikon des schwarzen Auges, was damals von Fanpro rausgegeben worden ist. Das ist schon echt mal cool. Das war so mein Lieblingsbuch. Ich habe das von vorne bis hin gelesen. Das ist 95 rausgekommen. Also zumindest das hier ist die Auflage von 95.
Und da hatte ich mir hier, es gab ein Lesebändchen in diesem dicken Ding. Da hatte ich mir mal den Eintrag zum Namenlosen markiert, um mal zu gucken, weil das so die Zeit war, wo ich eingestiegen bin und das war so auch eine der ersten Infos, die ich dann hatte. Hier steht Namenloser, Semikolon, die Personifikation des Urbösen als eine einzelne Widersachergottheit, Semikolon. Genauso altehrwürdig wie umstritten, Doppelpunkt. So gibt es wohl tatsächlich mehr als eine Wesenheit, die unter der Bezeichnung Gott ohne Namen verehrt wird und der doch Namen beigelegt werden. So etwa wie der des, Achtung, jetzt wird's spannend, Rattenkindes, des Dämonensultans, des in Schwarz und Purpur verehrten Verführers und andere mehr. Ja, selbst der Drache Pyrdakor der Zwergenmythen oder der Basilisk der saturarischen Überlieferungen werden oftmals mit dem Endpunkt identifiziert oder auch verwechselt. Zudem heißt es, diese Wesenheit sei erst aus dem Gyllenland gekommen und werde dort verehrt. Das war der Eintrag. Ist also auch nicht so wirklich lang für jemanden, der, weiß ich nicht, also so über die letzten, wie viele Jahre haben wir jetzt DSA? 40 Jahre DSA. Grob. Doch, finde ich, ja, recht große Rolle gespielt hat. Oder hat er eigentlich so eine große Rolle gespielt? Oder bilden wir das nur ein? Oder ich weiß nicht. Wie hast du das denn wahrgenommen, Essay, so? Ah, gute Frage. Also ich glaube, Wie bist du ihm begegnet? wie ich dem Namenlosen begegnet bin, ich glaube, das erste Mal tatsächlich auf einer Con als Plot. Und dann fand ich halt grundsätzlich die Geschöpfungsgeschichte von Aventurien immer sehr spannend. Also ich habe einen ziemlich nerdigen Mann und ich bin auch ein bisschen nerdig. Und dann wird mir abends tatsächlich dann ein bisschen was vorgelesen oder eine Geschichte erzählt. Und ich fand dieses super mächtige, diffuse Wesen, was im Hintergrund irgendwelche Fäden zieht, immer sehr spannend. Aber ich habe mich nie wirklich mit damit beschäftigt. Also es war nie so, dass ich mir irgendwie da was angelesen habe. Ich habe auch die namenlosen Lobpreisungen noch nie gelesen. Die wurden ja mal zum Teil runtergeschrieben. Aber so richtig begegnet bin ich ihm tatsächlich richtig eher aus Con als Plot. Und das Also ist ungefähr 10 Jahre her. so also am Tisch oder im Lab oder Im Lab, nicht am im Lab. Tisch. Okay. Also bewusst. Kann auch sein, dass es schon vorher mal im Pen and Paper Abenteuer. Also nicht so, dass es so richtig einschlägig ist. Nicht so als richtiges Thema, das so hängen bleibt. So richtig als Okay. Thema, dass es hängen bleibt, war tatsächlich im Lab. Das erste Mal, okay, Ja. stelle ich mir sehr spannend vor und ein bisschen unheimlich, glaube ich, im Lab. Sehr unheimlich, sehr unheimlich. Also vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, dass was ich halt am Namenlosen sehr spannend finde, ist, dass man nie wirklich weiß, ob man ihm jetzt nicht doch in die Hände spielt oder ob man ihn jetzt wirklich ja zur Seite getrieben hat. Und wirklich zerstören kann man ihn ja anscheinend nicht. Dementsprechend weiß ich nicht. Gibt es noch Pläne hinter den Plänen und da noch Pläne und Plan 5 und 6 und B-2 und Paragraph 56 und alles, was man tut, um den Namenlosen zu bekämpfen, spielt ihm eigentlich in die Hände? Wer weiß. Aber Wer also weiß? das sagt der Chat auch. Also sagen auch mehrere Leute im Chat, dass man halt nie weiß, wer hat um wie viele Ecken gedacht oder sind das jetzt die Namenlosen oder sind das nur Minions der Namenlosen oder sind das nur irregeleitete Namenlosen? Und Nico hat dann noch gesagt, er glaubt, seine Erstbegegnung mit dem Namenlosen war damals die Tage des Namenlosen. Ich denke, das teilen ziemlich viele. Das war auch meine. Tatsächlich, wir haben dieses Abenteuer gespielt, in dem es ja tatsächlich so um die Tage des Jahres geht, die zu keinem der von den Göttern beschützten Monate quasi gehören. Und ja, das war damals ziemlich High-End-Shit, glaube ich, mich zu erinnern.
Also zumindest die Levelangabe damals war sehr großzügig und Es ist ja auch sehr High Fantasy, der Namenlose. Also es wird ja im Laufe der Jahre immer mehr High Fantasy, bis hin zur Theaterritterkampagne, wo halt so der richtige High Fantasy-Stuff dann ja auch wo das plötzlich durchaus uns. auch eine Rolle spielt, ja. Also man hat den Namenlosen ja tatsächlich, also jetzt insbesondere bei DSA 5, durchaus in mehreren Plotsträngen drin, und ich versuche jetzt wirklich nicht zu spoilern, aber es spielt halt durchaus ein Thema in, glaube ich, beiden Kampagnen, die wir jetzt haben, bis jetzt haben. Nicht das Hauptthema, aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ja. Ich glaube, er hat ein bisschen mehr Screentime bekommen, als er ganz, ganz lange hatte, weil da ist natürlich ja zwischendrin auch einfach jemand gekommen, der auch so ein Oberchabo war, ja, und den man richtig hassen oder lieben konnte, und das war Borbarat. Und der hat ja sehr, sehr viel Screentime da abgezogen. Und Achtung, jetzt kommt ein minimaler Spoiler zur Borbarat-Kampagne. Ich finde, nach so vielen Jahren darf man das. Also, falls ihr gerade Unsterbliche Gier spielt, haltet euch die Ohren zu und summt. Aber auch da hat der Namenlose ja indirekt seine Finger mit im Spiel, denn er ist ja derjenige, der Padona gesagt hat: Geh mal und mach diesem Borbele einen Körper. Erschaffe ihm einen Körper. Und das ist ja der Grund, deswegen immer weiter summen. Bitte noch nicht zuhören. Als ob ihr mich hören könntet, ne? Das ist ja der Grund für die Vampirplage in Weiden. Und das ist zum Beispiel, Vampire wurden sehr lange bei DSA eigentlich immer dem Namenlosen zugerechnet. Jetzt dürft ihr wieder zuhören. Dürft ihr dazu hören? Spoiler Ende. Also zumindest zu Unsterbliche Gier. Und ja, Vampire oder auch die Elfenvampire. Wie heißt denn die? Felamia. Felamia, genau. Felamia. Felamia? Ich Felamia? glaube Felamia, aber sicher bin ich mir nicht. Danke. Ja, egal. Also, diese Fae. Felamia. Doch, ich glaube, Felamia klingt richtig. Die sind ja auch quasi vom Namenlosen mit berührt, mit erschaffen worden. Genau. McSnacky, nein, Borbarat und der Namenlose sind nicht das Gleiche. Nein, nein, der Namenlose ist tatsächlich ein Gott, und der Borat, der wäre gerne ein Gott, der ist aber, wenn, dann maximal irgendwie so ein Halb, Viertel, Dreiviertel Gott. Und einfach nur ein sehr, sehr mächtiger Schwarzmagier und Dämonenbeschwörer und Dämonenpaktierer auch. Und der Namenlose ist ein Gott. Oder war mal ein Gott. Man weiß es nicht so genau. Ich hatte noch. Halbgott. Ja, ich. Halbgott, sagt Knorke Falschhafter, Sohn Halb. des Wenn Nandus. man sagt, dass er der Sohn des Nandus ist, Dann ist er, ja. definitiv Halbgott. Der Alvaranier des verbotenen Wissens. Genau. So, ich gucke gerade mal. Ich habe hier noch was rausgesucht für diesen ganzen. Wenn wir jetzt schon hier irgendwie so dick im Kosmos hängen, ne? Es gehört dazu. Also wenn man Ja. über das Namenlose redet, bleibt dann doch eigentlich nichts anderes übrig, als dick im Kosmos zu hängen. Klingt irgendwie obszön. Genau. Egal. Nico sagt ja, das ist ja leider alles irgendwann mal umdefiniert worden. Ja, wer das wissen möchte, sollte sich die Borbaran-Kampagne durchlesen und die Historia Aventurica. Das ist eine spannende Lektüre, kann ich sagen. Die Spannend. Historica Aventuria, war das nicht das, was man eigentlich ignorieren Historia. wollte? Das Historia, ja. war das Buch, was tatsächlich einen Rückruf erfahren hat in seiner Erstauflage. Ich habe hier noch eins. Die ist besonders zu empfehlen. Ja, da sind einige Sachen geändert worden in der Neuauflage. Und ja, da sind viele gute Sachen drin. Also ich will das Buch nicht komplett verteufeln, aber es sind definitiv auch ein paar Setzungen drin. Die finde Ja. ich persönlich unglücklich. Und ja, ich habe damals in der Redaktion gearbeitet. Naja, Ich gut. finde sie trotzdem unglücklich. Genau. Wie ist denn der Namenlose eigentlich entstanden? Weiß das jemand im Chat? Na, 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 jetzt Hände hoch. an unsere Spezies, genau, Hände hoch. Zeigt mal auf. Man Ja, kann. genau. Genau. Also ich bin sicher, es weiß jemand. Weißt du Garantiert. es, Nessie? Ich kenne die Schöpfungsgeschichte ja, wie er angeblich entstanden sein soll. Genau, also es gibt ja die Schöpfungsgeschichte, dass Los und Sumu zwei sehr mächtige Entitäten, bevor es alles gab, noch miteinander rangen.
Und genau, der Bauwacker hat es schon richtig. Aus dem ersten Blutstropfen des Los, und zwar Los, tragisch, hat Sumo erschlagen. Sumo lag sterbend da und Los blutete auf ihren Leib. Das klingt alles nicht so lecker. Aber aus diesen Blutstropfen des Los sind ganz viele Wesen entstanden. Und je frischer das Blut war, desto mächtiger sollen die angeblich gewesen sein, weil zum ersten ist es, sind die Götter entstanden, aber der allererste Blutstropfen, der soll so erfüllt noch von Hass und Schmerz dieses Kampfes gewesen sein, dass da der Namenlose rausgetropft ist. Und faktisch danach die 12 Götter. Das heißt, wenn man das für bare Münze nimmt, dann ist er eigentlich der Erste. Der Erste, genau. Und seine Anhänger leiten daraus auch ab, naja, wenn er der Erste war, dann wird er wohl auch der Krasseste gewesen sein. Der Götterfürst, also der Herrscher über die anderen. Der Mächtigste, genau. Hallo, Jill. Hallo. Ja, und genau, also zum Beispiel, das ist eine Theorie, wohlgemerkt, die man innerventurisch auch gerne den Ilaristen andichtet. Das ist so eine, ja, also man könnte sie Verschwörungsgruppierung nennen, die etwas abstruse Ideen haben, wie diese Welt entstanden ist und was die sich wie verhält. Auch gar aber nicht verkehrt ist. Also teilweise, teilweise ist auch es gar ja nicht richtig. Verkehrt ist vielleicht, ja, genau. Und das ist halt die Idee, dass der Namenlose quasi aus dem ersten Tropfen von Losblut entstand. Und ja, das ist eine Verheißung, mit der seine Kulte über ganz viele Kulturen und ähnliches. Ja, danke, Nico. Das iPhone 1 ist ja auch viel mächtiger als das iPhone 14. Ja, nur ja, dass wir hier von einer technischen Entwicklung sprechen und davon jemand blutet auf jemand anderen drauf. Und ich glaube nicht, dass ich da binnen der Sekunden, wo da drunter suppt, da so viel Innovation stattfindet. Na? Die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, wie ist der Namenlose eigentlich? Also wie ist der namenlos geworden? Warum hat er keinen Namen? Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Es gab da mal Beef. So im 5. Zeitalter, glaube ich, war das. Bei den welches Zeitalter ist das? Das 5. Das Namenlosen. Also nach der neuen Zählung. Wir befinden uns hier so auf Niveau von Post Historia Aventurica und und auf aventurische Almanach-Basis. Das ist das 5. Zeitalter. Die Zeitalterzählung wurde mal ein bisschen durcheinander gejuggelt. Und das war das Zeitalter des Namenlosen. So richtig krass und gut. Und irgendwann hat dann jemand gesagt, so Junge, jetzt reicht es aber hier. Und er hat dann ein Loch in den Himmel gerissen. Also in den Sternenwall, das ist da, wo heute die Sternenlehre sitzt, und das sind im Prinzip auch dann, da sind die namenlosen Tage, wenn die Sternenlehre am höchsten steht, und dann hat ihn da jemand reingefesselt, also die Götter haben ihm seinen Namen genommen, angeblich der Legende nach Silbe für Silbe, und haben ihn in die Bresche am Himmel gekettet, und da ist. Als Strafe dafür, dass er die Sternlehre erschaffen hat? Nö, als Strafe dafür, dass er ja so quasi mächtig war. Der mächtigste Fiese sein wollte. Und, wollte er das denn überhaupt? Naja, er wollte schon die Schöpfung kaputt machen, weil sie ihm nicht so gut gefiel. Also ich würde schon, also das sagt man zumindest. Das ist ja hier das alles sagt man zumindest. Spekulation. Also er wollte alles neu machen, er wollte einmal komplett aufräumen. Ja, so quasi Tabula Rasa, aber halt schon noch Schöpfung. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zu Borberat. Bei Borberat wurde irgendwie unterstellt, am Anfang wurde unterstellt, oh, er wollte Schöpfung einfach nur zerstören, weil er ja auch Dämonen dazu genommen hat. Und bei Namenlose sagt man immer, naja, der war ja immer noch ein Gott und Dämonen war so ein No-Go. Aber wenn man den Himmel kaputt macht, um da irgendwie Dämonen reinzulassen, finde ich das jetzt irgendwie auch nicht besser. Also von daher würde ich schon sagen, die sind da so ziemlich on par. Ja, aber genau, er hatte dann keinen Namen mehr. Mit dem Namen oder dem wahren Namen gehen ja auch Dinge einher. Es gibt viele Spekulationen darüber, wie der mal hieß.
Oh ja? oder vielleicht gehießen hat. Offizielle oder Nein, inoffizielle? nein, also aber ganz Und wie hieß er viel. wohl mal? Was Weiß erzählen? ich nicht, also die meisten Leute denken sich irgendwelche ganz banalen Namen ein. Er Ach hieß so, so mal Alrik? Alrik, genau, Ja. oder keine, genau, Melkschnecki. Borberat war Magier und der Namenlose ist immer noch ein Gott. Ja. Blut ist ein besonderer Saft, ja. Ja, Prius-to-go-Lösung für alles ist, irgendwo jemand anzuketten, Ja. korrekt. Ich glaube, das ist einfach ein sehr bewährtes Prinzip. Naja, Funktioniert aber ja gut. dadurch, dass er an die Sternenlehre gekettet wurde, wird ja auch verhindert, dass da halt dass die Dämonen durchkommen können, ne? Weil Ja. sonst war ja sonst wäre ja sonst ein Loch. Ja. Es kommt jetzt gerade die Frage, gibt es denn in der Redaktion einen wahren Namen für den Namenlosen von Nibunin? Tatsächlich keiner, der mir bekannt gewesen wäre damals. Also ich gehe davon aus, dass es das nicht gibt. Ich gehe davon aus, dass es das nicht gibt. Falls es das mal geben wird, hat sich das dann nachträglich jemand ausgedacht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die früher mal einen gehabt haben oder so, aber ich glaube auch nicht. Das hätte sich, glaube ich, erhalten. Ich weiß, dass Tom Finn immer schöne Vorschläge gemacht hat, zum Beispiel, was der Name des Namenlosen gewesen sein könnte. Und zwar, das ist der Unterstrich Namenlose. Das sind genau quasi 13 Buchstaben. Und der hieß wirklich einfach nur so. Aber ja. Voldemort. Vielleicht Entschuldigung. hatte er nie einen, aber Boron hat dafür gesorgt, dass er es vergisst. War auch eine nette Idee. Und jetzt sucht er die ganze Zeit: Oh, hallo Boris. Boris ist auf das Sofa gehopst und hat seine 5 Minuten, Er glaube spielt mit ich. Runa. Ach so, ich dachte, er spielt mit seinem Schwanz. Boris ist ein Kater. Entschuldigung. Nicht sperren bitte diesen Kanal. Ja. So. Es ging um Katzen. Ja, aber genau, also wir wissen nicht, wie der Namenlose tatsächlich heißt. Aber Tatsache ist ja, Magie der Namen, wahrer Name ist in Aventurien definitiv ein Thema. Also auch Djinne und Dämonen zum Beispiel haben wahre Namen, manche Elfen oder auch manche Personen haben wahre Namen, mit denen man sehr, sehr viel Macht, sehr große Macht über sie gewinnen kann. Und ja, ich weiß nicht. Also der Namenlose hat jetzt halt keine, ne? Der ist unter unterschiedlichsten Namen, wie gesagt, in unterschiedlichen Kulturen bekannt. Wir hatten ja das Rattenkind, der Güldene. Dann, ich glaube, im ptolemäischen Bereich ist er auch noch als Iblis bekannt. Und er ist ja auch schon so ein Typ, der, keine Ahnung, sich gerne hinter anderen Kulten verbirgt einfach. Oder sich auch mal irgendwie neuen Namen ausdenkt und sich als Gott oder göttliche Wesenheit verehren lässt. Und in Wahrheit steckt dann aber der Namenlose dahinter. Zum Beispiel in Uturia gibt es auch einen ganz, ganz großen namenlosen Kult, der irgendwie komisch hieß. Bodu? Kann das sein? Das weiß ich Ja. nicht. Der Genau. Güldene, ja. Das ist halt die Frage ist, die ich mir ja auch gerne mal stelle, ist der Namenlose denn überhaupt so böse? Die Frage stellen sich wahrscheinlich ziemlich viele Leute. Aber ja, eine gute Frage. Was meint ihr denn so, Chat? Ist der Namenlose wirklich böse? Ist das eigentlich, keine Ahnung, derjenige, dem die Schöpfung gehören sollte? Haben die anderen 12 ihn vielleicht nur beschissen? Das ist so eine meiner Lieblingstheorien. Der Schädelgott der Dreidal, genau, das ist ja auch ganz großes Thema in Mairis Ja. Padona-Roman. Ja. Das ist sehr viel namenlos. So Padona und der Namenlose gehen Hand in Hand. Ja. Also, nein, ja, die haben viel Zeit miteinander verbracht, würde ich sagen. Ja. Also, so über die Jahrtausende, die Padona alt ist. Deskia schreibt, ich glaube ja, der Namenlose ist grundlegend böse. Aber es gibt ja im Endeffekt, gibt es ja, also es ist ja in Aventurien so, dass wir die direkten Gegenspieler der Zwölfe haben, nämlich die Dämonen, die wirklich so das pervertierte
die pervertierten Eigenschaften der Götter sind. Und es gibt den Namenlosen. Und der Namenlose hat ja, glaube ich, auch keinen dämonischen Gegenspieler, oder ist. Nee. Ist dann. Also gibt es in Aventurien dann zwei böse Mächte, die Dämonen und den Namenlosen? Oder ist der Namenlose in Wirklichkeit jemand, der alles irgendwie in Lot bringen könnte? Also, theoretisch gibt es einen Unterschied zwischen Dämon und Gottheit. Also so rein kosmologisch. Der kann aber, ja, wie nennt man das? Der Übergang ist teilweise fließend. Also es gibt zum Beispiel Dämonen, bei denen früher sehr wahrscheinlich ist, dass sie mal Gottheiten waren. Ein Beispiel dafür ist Charybdoroth, die Dämonin. Charybdoroth, ja. Genau, Charybdoroth. Und die war mal oder ist verehrt worden, auch in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Kulturen, aber richtig groß als Charybda, als Gottheit. Und dann ist halt natürlich die Frage, haben die damals einfach nur die Dämonen verehrt oder haben die damals einfach eine Gottheit verehrt, die damals auch wirklich Karma hatte? Weil das ist ja rein regeltechnisch der Unterschied. Dämonen benutzen astrale Kraft oder auch Lebenskraft, um irgendwelche Dinge zu bewirken. Und Götter oder ja Gottheiten haben Karma-Energie zur Verfügung auf irgendeine Art und Weise. Und ja, das ist halt die Frage. Also ich kann auf jeden Fall sagen, meines Wissens nach war der Namenlose kein Dämon, sondern tatsächlich ein Gott. Aber ein gefallener Gott. Bei den anderen hätte ich jetzt schon angenommen, dass das durchaus auch, also einige der Dämonen gefallene Götter sind. Ja, definitiv. Auf jeden Fall, aber ja. ist meine persönliche Meinung. Ist nicht zwingend Redaktionskonsens, aber ich weiß, wir hatten zumindest über solche Dinge gesprochen und fanden aber Charybdoroth ist ja de facto cool. eine gefallene Göttin. Das genau, ja, Charybdoroth ist definitiv mal eine Göttin gewesen, ja. Ja, definitiv. Also ich glaube das auch. Also ich denke auch schon, dass die Dämonen teilweise gefallene Götter sind. Und beim Namenlosen, ja, ist immer die Frage. Und Jessica schreibt, dass davon ausgeht, dass die Gottheiten durch den Glauben mitgestaltet werden. Du bist, was die Leute von dir denken. Das ist ja teilweise so ein bisschen, ja, auch was die Illaristen predigen oder sagen, was ja irgendwie ganz, ganz böses Wissen ist, dass tatsächlich der Glaube die Kraft auch gibt. Ja, auch eine interessante Sache ist es, wird jetzt gefragt, gibt es den Namenlosen eigentlich in allen Kulturen Aventuriens? Also gute Frage, das ist sehr verbreitet. Also jetzt im Chat wurde schon angeführt, bei den Nivesen gibt es das, bei den Maraskanern gibt es, bei Maraskanern zum Beispiel gilt er als der Bruderlose, also derjenige, der kein Gegenstück hat, was ganz schlecht ist. Das ist ganz schlecht. Eins ist immer schlecht. Einzigartig ist so das Schlimmste. Was man allen jemanden sagen kann, du bist einzigartig. Auf Maraskan, das ist auf so Maraskan, die tödlichste Beleidigung, wenn man dann sagt, das war eine Entscheidung von einzigartiger Klugheit, meint man damit eigentlich eine zu Himmel schreiende Dummheit. Mhm. Genau, da gibt es das zum Beispiel. Bei den Waldmenschen bin ich relativ sicher, dass es ein Konzept gibt, was in die Richtung geht. Also wie gesagt, je nachdem, je weiter man nach Süden kommt, also Uturia, ja, da ist der Namenlose definitiv ein Thema und wird auch als legitimer Gott verehrt. Ja. Hat auch eine richtig große Stadt am Start und den Leuten, da ist nicht klar, dass. Also wenn man zu denen geht und sagt, hallo, ihr verehrt da gerade das Urböse, dann sagen die, nö, wieso? Nö, ist doch eine super Gottheit, tut richtig was für uns. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei den Waldmenschen irgendeine Entität gab, von dem gesagt wurde, dass sie den Tapam verloren hätte, also die Seele oder das Kamaluk, also das der Gottjaguar, ihm die Seele weggenommen hätte. Das könnte der Namenlose sein vielleicht. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Also es gibt in vielen, vielen Kulturen etwas, was der Namenlose sein könnte. Manchmal ist es festgelegt, manchmal ist es auch nicht festgelegt. Mhm. Und ich glaube gerade so, dass das wurde irgendwann zu so einem Hobby, glaube ich. Also, dass man allen möglichen Kulturen, auch in Myranor gibt es ja hinter verschiedenen legitimen Religionen oder Kulten zum Beispiel, eine namenlose Kabale. Ja, also in Riesland ist ja auch das Namenlose schon seit Jahren einfach Staatsreligion.
Ah, genau, hier, Brabaker sagt bei den Waldmenschen, das war Burdak. Ja, genau, das Ah, meinte Burdak. ich. Er sagte aber, das könnte auch eine Verballhornung von Pyrdakor gewesen sein, möglich. Aber Pyrdakor ist ja eigentlich der Drache des Namenlosen. Ja. Also, das ist ja der goldene Drache. Ja, zumindestens. Ist er das, also er ist eher ein Geschöpf des Namenlosen, oder? Ist er Das kommt drauf an, also. ein Teil des Namenlosen? Er hat ja, der Namenlose hat ja Dinge auf die Erde geschleudert und die dann irgendwie, Padona ist zum Beispiel die Zunge des Namenlosen. Genau, das ist auch ne, das ist zum Beispiel mythologisch eine der geilsten Geschichten Ich finde überhaupt. das Das mega ist gut. so die Körperteile des Genau. Namenlosen, dass die irgendwo auf Auf Dere Dere wandeln, die rumkreuschen Augen und des Namenlosen, ja. ganz, den kann man auch begegnen. Ja. Boah. Zu den Augen des Namenlosen habe ich hier noch ein wunderschönes Abenteuerkonzept, was ich irgendwann mal schreiben wollte. Aber ich schreibe ja keine Marok Abenteuer. Nein, Metai? nein, eigentlich Nee? nicht. Aber Ach, vielleicht schade. arbeite ich das mal für einen Stream aus. Das war auf Mach jeden das Fall doch, ziemlich ja. eklig. Ja, aber Eklig finde ich genau, gut. die Augen des Namenlosen, die Zunge des Namenlosen, dass er eigentlich überall verpersonifizierte Körperteile hat, ja. Und Um eben dann doch seinen Einfluss auf Dere zu haben, den er ja in der Sternenlehre nicht haben kann. nö, der hängt da einfach nur lästig rum und ärgert sich wahrscheinlich jeden Tag. Jeden Tag wird Jeden immer Tag. schlimmer. Der hat bestimmt extrem gute Laune. Arschfurunkel, wer ist Wer eigentlich das ist? Arschfurunkel? Ich. Ja, ich. Wir wissen es nicht. Es gibt keine Arschfurunkel, weil er hat ja keine Hände mehr und deswegen kann er sich die auch nicht. Also er könnte sie sich höchstens abfurzen, aber dann gehen sie ja nach hinten. Das klingt jetzt nicht sehr, sehr hoheitsvoll und böse und ja. Ih, ich Ein krieg die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Nee. Danke, danke dafür, Kassira. Danke, ernsthaft. Oh, Alter. Ich krieg hier Schnappatmung. Dieses Kopfkino, wir stellen uns einen Namenlosen vor, der hoheitsvoll zwischen leeren und immer dunkler Dieses werdenden Sternen in der Leere genau, hängt, sich in seinen Ketten ohne aufrollt, Gesicht und ohne aber trotzdem Gesicht irgendwie cool und und brüllt, ja, und brüllt, weil er so sauer ist. Nicht, weil ihm der Arsch wehtut, ja, sondern weil brüllt seine Wut auf die Schöpfung hinaus in die Welt und niemand hört ihn. Niemand hört ihn Tag für Tag. Das muss so schlimm sein. Ich habe da schon ein bisschen Mitleid und ich auch, absolut. tatsächlich ist es ja so, dass früher die 12 Götter so wirklich so als absolute Sauberpersonen beschrieben wurden. Ja, also Praios war hart, aber gerecht. Der hat auch noch Hexen verbrannt oder solche Dinge. Rondra war so eine sehr straightforward, hau drauf Göttin, aber irgendwie Ach ja, alle Kämpfenden haben der sie ehrenhafte angebetet. Kampf. Genau, also es war alles sehr schwarz und weiß damals so in der Urzeit von DSA. Und genauso schwarz war damals auch der Namenlose gezeichnet. Galt als das Urböse. Also wie gesagt, auch dass man nicht groß was über ihn verliert, ist es halt tatsächlich so, dass das war schon immer klar, das ist der Gegenspieler. Und als der ist er erzählerisch angelegt. Und ich weiß nicht, ich glaube, also ich habe so das Gefühl, dass mit der Zeit hat sich das so ein bisschen gewandelt und vor allem auch gerade durch diese ja recht rare Informationslage, also auch wenn durchaus was über den Namenlosen kam, es war immer wenig und es war immer ein Mysterium und viel davon war für die Spielleitung reserviert und die Spielenden haben das immer nur so am Rande mitgekriegt. Ist da ein sehr großes Interesse einfach am Thema gewesen, würde ich sagen. Und dann wurde es ein bisschen viel. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Spielsitzung, wo ich beschrieben habe, wie irgendwie, keine Ahnung, ein Veteran in der Kneipe sitzt und die Heldengruppe kommt rein und dann sofort, der hat ein Auge verloren, das muss ein namenloser Geweihter sein. Oder, dem fehlt ein Zeh, das ist verdächtig. Und das,
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe immer versucht, damit umzugehen, dass ich halt immer gesagt habe, naja, aber wissen denn eure Charaktere das? Klar, ihr als Spieler, ihr wisst das, ihr habt mit Ja. fünf Helden gegen namenlose Schergen gekämpft, aber wissen das eure Charaktere auch wirklich? Ist das für die nicht vielleicht normal, wenn, ich meine, ist hier nach dem Krieg, ja, da haben viele Leute irgendwelche Körperteile verloren. Sind die alle verdächtig? Ja. Ist das Ja. nicht irgendwie ein bisschen diskriminierend für Leute, die hier irgendwie dem Reich gedient haben? Ja, oder vielleicht einen schlimmen Arbeitsunfall hatten und dann denkst du gleich, oh, Kultist, ja. Aber Der Klassiker, ja. ich weiß nicht. Es ist halt, ja, also da muss man halt wirklich trennen, glaube ich. Also Das ist auf Spielerwissen von Con eh schon Charakterwissen. sehr oft passiert. Es ist tatsächlich, ich spiele meine Reihergeweihte und habe so mir irgendwie bei Bijou Brigitte so eine ganze Reihe Armbänder gekauft, so dünne, und die hängen mir dann so am Arm. Ich fand die total toll. Und dann sitzen wir da so rum und irgendjemand fängt dann an, meine Armreifen zu zählen, und es waren 13. Ich wusste es nicht, ich habe die einfach genommen und aufgesetzt. Es waren 13 Armreifen, goldene Armreifen. Und er so ganz verträumt tät er so meine Arme so völlig die Fassung verloren, und er so: Du hast 13 Armreifen. Ich so: Ach echt? Nimm den einen Rahmenreifen, stell den auf den anderen Arm. Jetzt sind es nur noch 12. Also man kann auch, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, finde ich, und einfach sagen: Ja, manchmal ist auch eine Spinne einfach nur eine Spinne und nicht ein Zeichen dafür, dass man Namenlosen geweiht ist. Oder manchmal ist man auch einfach ein, wie heißt der nochmal? Ach Gott, mein Gehirn ist heute ein Sieb. Der andere Dings. Kriegsgott. Ja, genau, Dings. Chor. Der Chor. Meinst du Manchmal Chor? manchmal Ja? ist man ein Chorgeweihter, obwohl das jetzt ja seit der Theaterritterkampagne auch nicht immer nicht so koscher ist, Chorgeweihter zu sein. Scheiße. Aber manchmal ist man vielleicht auch ein Chorgeweihter und kein. Also, ja, wenn dir der Schatten fehlt, dann okay, ja. Auch das könnten Zauberparzer gewesen sein. Das kann auch ein Zauberpatzer gewesen Es war sein. Sehr eine. wahrscheinlich sogar. Es kam eine Frage im Chat und zwar, Jessica hat gesagt, ich mag die Schiebezeichnung des Namenlosen von Nadine Schäkel im Stil eines Oberschurken mit Katze im Schoß. Und dann kam die Frage auf, ist das ein Manticore oder ein Zand? Ich kann die Frage beantworten. Ich war dabei, als das Bild entstanden ist. Es ist ein Zand. Es ist ein Schoßzand. Ah, ein Ein Schoßzand, ja. Schoßzand. Ja, kann man bei der Nadine. Ich glaube, die hat das auf DeviantArt eingestellt. Ja. Ist super, super süß. Ja, genau, Kai, ich bin ein namenloses Luder. Und ja, Nico, eine klassische Nessie-Aktion, kann man so sagen. Namenloses Luder, du. Aber ich heiße doch Nessie. Ja. Also mir ist es auch schon mal passiert, dass jemand zu mir auch auf dem Lab, ich weiß nicht, vielleicht sind da die Hemmschwellen niedriger oder vielleicht war es auch der Alkohol. Auf jeden Fall brüllten dann irgendwer mehrere Leute hinter mir, tötet sie, sie trägt Purpur. Wobei, erstens, Oh. ich trug gar kein Purpur, ich trug Lila. Ja, das ist ein farblicher, schon noch ein Unterschied. Also es war eigentlich so eher schon so violett, also relativ dunkel. Ja, und dann sind drei Leute, also ich bin dann im Dunkeln in den Wald gerannt, um mich zu retten vor drei besoffenen Leuten, die der Meinung waren, ich sei eine namenlose Geweihte. Ich war Ja. Heilerin. Heilerin! Ja. Das ist sehr oft. Also irgendwann, ich weiß nicht, so vielleicht vor 10 Jahren vielleicht hat so der Namenlose gerade im Lab so eine Renaissance erfahren oder irgendwie so ein Riesending, und dann gab es überall irgendwelche namenlosen Plots. Und dann seitdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man auf Lab mal sehr aufpassen muss, was Ja. man sich für Muster stickt, welche Farbe deine Klamotten haben, wie viel Armreifen man trägt, welche Tiere man irgendwie gut findet, so bloß keine Spinnen irgendwie niedlich finden, die über einen krabbeln, dass man nicht zu viel Gold trägt und diverse andere Dinge auch noch. Also das ist immer sehr, sehr, sehr heikel dann. Musste Ja. man immer sehr aufpassen, weil überall irgendwie der Namenlose, der Namenlose, Es ist aber auch der so, wenn du, ich meine, Namenlose. auf wie viele Loves geht man so durchschnittlich im Jahr, ne? Und dann ist es so, keine Ahnung. Selbst wenn irgendwie so jedes zweite dann einen Plot in die Richtung hat, ist das schon irgendwie viel, ne? Viel, Und ja, sehr ja. viel, also ständig.
dann auch, also auf Cons, die eigentlich keinen Plot haben, wird dann namenloser Plot mitgebracht. Das ist sehr witzig. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Wir hatten eine kleine Schatztruhe auf dem Con, den wir gemacht haben, Siverische Geschichten 3. Und da war ein Medaillon, das war ein Löwenkopf. Und dass der Löwenkopf war aber in so einem mit so Ketten in so einem goldenen Reifen befestigt. Und das war so ein Medaillon. Und weil der Löwenkopf sah irgendwie merkwürdig aus, man konnte den Löwen nicht so richtig erkannt. Es könnte auch irgendwie eine goldene Maske gewesen sein. Und der halt so angekettet war in diesem anderen. Es Oh sollte halt irgendein Bronjaren-Schmuckstück sein, irgendein random Goldschmuckstück. Aber die Spieler, die diese Schatzkiste gefunden haben, haben einen ganz witzigen eigenen Plot daraus entwickelt, dass sie halt gedacht haben, das wäre ein namenloses Artefakt, oh haben das nein. Ding über andere Cons weitergeschleppt. Also, falls Andi Bayer gerade zuguckt, Hallo? ich freue Ja. mich, dass ihr damit Spaß hattet. Aber das war ein ganz großes Kino. Aber die hatten halt auch mit ihren Charakteren immer sehr viel Kontakt mit dem Namenlosen. Also, das muss man auch sagen, die haben ja sehr viel ihre Charaktere gespielt und eben sehr viel Kontakt mit dem Namenlosen gehabt. Die waren halt Ja. einfach alle durch. Die waren alle durch. Kann das aber total verstehen, dass wenn man tatsächlich im Spiel mit sowas konfrontiert wird, ganz egal, ob jetzt bei Lab oder beim Pen and Paper am Tisch, wenn man auf so eine Verschwörung stößt, und das ist es ja tatsächlich meistens, hallo Boris, es ist meistens irgendwas, also in den wenigsten Fällen wird jemand sich vor dich stellen und sagen, guten Tag, ich bin ein gewaltiges Gülner, wie, ja, ich möchte, dass ihr Folgendes für mich tut. Sondern Ja. normalerweise wirst du nur herausfinden, oh shit, das war ein Gewalter des Namenlosen, wenn irgendwas richtig Schlimmes passiert ist, wenn dich jemand richtig hart verarscht hat, vielleicht auch gleich mehrfach, ja, und da ist irgendwie so, das Vertrauen in die Welt bröckelt und in andere Wesen um Ja, dich aber das herum. ist ja eigentlich auch Und Essenz des Namenlosen, genau, aber das ist ist das halt so Fundament auszuhöhlen. das ist dann so das, was dich dann paranoid macht als, Ja, ja. als Spielender, als Charakter, weil das dann halt ist so, oh Gott, ich habe mich da schon ein, zwei oder x Mal verarschen lassen, ja, gefühlt. Und jedes Mal ist irgendwie was wirklich Schlimmes bei rausgekommen. Und namenlose Schurken haben auch, also so zumindest die ErzschurkInnen haben auch so die Angewohnheit, gerne wiederzukommen oder beziehungsweise, was natürlich bedeutet, sie müssen einem vorher mal abgehauen sein oder man hat sie nicht final erwischt oder man hat den Minion-Schurken erwischt, aber nicht den Oberschurken. Das ist bei Padona so, das ist bei, wie heißt der andere Hommel, falls ihr dem schon mal über den Weg gelaufen seid, Zadig von Volterach, oh, habe ich den gehasst als Spielende damals, einfach weil der ständig überall entkommen ist und selbst wenn du ihn umgebracht hast, kam er danach noch wieder, es war schrecklich. Ja. Und das erschüttert schon so ein bisschen das Vertrauen in die Ja, und Menschheit. sie tarnen sich auch häufig als andere Geweihte und sind Ja. unglaublich, unglaublich charismatisch und erzählen dir Dinge, von denen du die ganze Zeit irgendwie schon wusstest, dass sie dich bewegt haben. Also das Ja, so ist richtige irgendwie Augenöffner genauso richtige und Augenöffner und dann, oh, korrumpierlich aber dabei. Das ist halt, ja. das ist, ich meine, klar, also ich würde sagen, es ist eine legitime Taktik, wenn man eigentlich so seit Jahrtausenden nur verfolgt und von allen gebasht wird, ist das eigentlich relativ legitim. Und ich würde einfach sagen, der Namenlose hat halt ganz andere Vorstellungen davon, was die Schöpfung so sollte und könnte. Also Definitiv, wir definitiv, haben ja ja. noch nicht über Inhalte gesprochen, also für unsere Mitgeschwister im Glauben, die uns hier heute zusehen. Ein Scherz, es ist keine Bekehrungsveranstaltung, aber es ist ja tatsächlich so, Nicht? naja, also ich dachte, die ziehen das Ganze sehr subtil auf, sodass sie es nicht merken und dann am Ende, ja, wir hatten nicht so wirklich ein Konzept. Nein. Aber auf jeden Fall ist es halt tatsächlich ja so, dass das als Religion, wenn wir schon mal jetzt kurz zu Inhalten kommen können, es ist nicht sehr attraktiv nach außen hin. Also du musst irgendetwas von dir opfern, ein Körperteil, deinen Schatten, dein Lachen, dein Mitgefühl, irgendetwas körperlich, um quasi so die Ränge als Geweihter, als des Namenlosen aufzusteigen, ist nicht so geil. Es Nee, das ist gar nicht so geil. sind sehr viele Kulthandlungen, egal in welcher Kultur, die mit Schmerz zu tun haben, mit Entbehrung, mit teilweise wirklich psychisch ganz harten Geschichten,
wo Leuten gar nichts mehr geglaubt wird oder sie ihr ganzes Leben lang nur belogen wurden, nur um dann irgendwie einen Erwachungsmoment zu haben. Und jetzt ist Nessie gegangen. Nein, sie nimmt eine Katze, sie nimmt Kopfhörer. Jetzt hört sie mich wieder. Aber es ist halt... Sorry, ich habe eine Katze gehört. War das bei dir? Nein, bei mir war es nicht. Aber es ist halt auf jeden Fall... Ja, keine Religion, die nach außen hin so sonderlich attraktiv ist. Ich weiß, ich hatte vor Jahren, ich glaube, es war der erste oder zweite Kaiser-Raul-Konvent damals, hatte ich einen Workshop gemacht zum Thema namenlose Kulte, wo ich auch mehr oder minder mit den Teilnehmenden so ein bisschen ausgearbeitet habe, wie könnte sich denn ein namenloser Kult präsentieren, so in der Gegenwart, der auch irgendwie attraktiv ist, wo man mitmachen will, wo man... ja, vielleicht auch irgendwie emotional sich in, also angezogen, in Aventurien jetzt, also. In Aventurien, genau. In Aventurien, nicht in Myranor. Nein, nein. Da gibt es den ja schon. Und der genau, ist nicht attraktiv. Aber da, nee, aber genau, da habe ich halt so gesagt, so, wie könnte man das machen? Als was ja, könnte oh, der namenlose auftreten? Erzähl mir mehr. Und die hatten zum Beispiel einen Vorschlag, der da kam, war halt wirklich einen Kult zu machen, der lokal sehr begrenzt ist, aber wo es halt wirklich, keine Ahnung, ich glaube, es war eine Geweihte, in ein Dorf kommt und da in der Region auch wirklich hilft und sagt, das ist ein mitfühlender Gott, aber er fordert Opfer. Und das war zum Beispiel was vom Konzept her sehr, sehr gut funktioniert hat, weil die Leute da, die brauchten Hilfe. Sie haben einfach keine Hilfe bekommen von der Obrigkeit, von anderen Kirchen. Und dann kam jemand und diese Frau hat ihnen geholfen. Und das ist halt was, das ist hängen geblieben. Und die hat nur Gutes getan, nur Gutes und hat aber durchaus auch Dinge dafür verlangt, die vielleicht so über die Grenze des Üblichen hinausgehen, aber die Dörfler waren halt bereit, das zu akzeptieren, damit sie wissen, dass es ihnen gut geht, ihren Kindern gut geht und so weiter. Und wenn man da dann als Heldengruppe reingeht, man kann sich nicht hinstellen, kann den Leuten sagen, ja, also ihr verehrt da den Namenlosen. Nee, die verehren eine Gottheit, die für sie eigentlich nur Gutes getan hat. Ja? Das ist auch so etwas, was mich mal interessieren würde, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin sehr Pirene-gläubig und dann komme ich später in meinem, wenn ich gestorben bin, komme ich ja in Pirenes Hain und kann da, weiß ich nicht, bis zum Abwinken Äpfel essen, ohne dass mir schlecht wird. Da wird einem ja was versprochen. Da wird ein Paradies im späteren Leben versprochen. Was ist da eigentlich beim Namenlosen drin? Also bis jetzt weiß ich nur, dass man hat sehr mächtige Liturgien, also sehr, sehr mächtige Liturgien als namenloser Geweihter. Und man muss aber sehr viel opfern. Also bis jetzt ist das so, was habe ich davon, dem Namenlosen zu dienen? Naja, also um's ganz platt zu sagen, du tust das Richtige. Du tust das Richtige, die Welt um dich herum ist falsch. Die sollte so nicht sein. Die Götter haben sich die Welt genommen, die ihnen nicht zusteht. Und eigentlich ist derjenige, an den du glaubst, das ist der wahre Herrscher. Und du tust das Richtige. Du bist moralisch so erhaben. Ja? Mhm. Die Opfer, die sind irgendwann zweitrangig. Ja? Sobald du mal was geopfert hast, es fällt mit jedem Opfer irgendwie, es sollte auch nie leicht fallen, aber es fällt leichter mit der Zeit. Ja? Weil du auch Dinge opferst, wie Mitgefühl. Naja, danach ist das mit dem andere Opfer bringen vielleicht auch nicht mehr so schwer. Ja. Und ja, die wahre Ordnung quasi, die wahre Ordnung genau. Unter dem einen wahren Gott, der alles wieder ins Lot bringt. So ein absolutes Torschlagargument. Da kann man eigentlich schlecht was gegen sagen, ja. Schlecht gegen reden, ne? Genau. Hier, One Hands dann sagt, passt es sehr schön zusammen. Vielen Dank. Mit Geschwister im Glauben. Ja, der Namenlose ist der einzige Gott, alle anderen sind Betrüger, Diebe und Scharlatane. So ist es eigentlich. Ja, also. Niemand sagt, der Kult des Namenlosen ist quasi Verschwörungstheoretik auf Steroiden. Ja, viele standardnamenlose Kulte würde ich genauso beschreiben. Ja, ich wünsche mir aber tatsächlich auch, dass es auch andere gibt, wo das tatsächlich ein bisschen anders ist. Aber so, wenn man einen klassischen namenlosen Kult braucht für so ein schnelles Abenteuer, dreckig zwischendurch, ist das genau super. Ja, dann sind die alle so völlig durch und haben wirklich komische Ansichten von der Welt. Aber sie könnten ja auch recht haben, ne? Also, ja, absolut, natürlich. Sie könnten recht haben. Weil ich meine, also
so aus namenloser Logik raus, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, der Namenlose ist, kann ja nicht der mächtigste Gott sein, sonst wird er ja nicht da hängen. Dann kommt der namenlose Kultist und sagt, ja Mensch, aber pass mal auf, ja. Es brauchte alle Götter, um ihn dahin zu bringen, ja. Und regelmäßig passieren immer noch Dinge und seine Diener sind nach all der Zeit immer noch aktiv. Und die 12 Götter, naja, die können ja offensichtlich nicht wirklich was dagegen tun. Ja, also wer hatte hier damals in Alvaran die Hosen oder die Toga oder was auch immer man da halt so getragen hat an? Ne? Das ist argumentativ, ist es immer so ein bisschen schwierig. Und während die 12 Götter irgendwie so dieses Einheitskonzept haben, ist er halt einfach immer nur dagegen. Ja. Und er ist ja de facto ein Gott. Also ich meine, er spendet Karma, oder? Ja. Ja. Also, regeltechnisch handelt es sich um eine karmaspendende Entität. Ja. Danke. Identität, ja. Identität ist er ja auch. Und das heißt, also regeltechnisch ist das ein Gott, ja. 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 Er ist regeltechnisch ein Gott. Ja. Und also wie gesagt, ich finde keine unattraktiver, also gerade so das mit Körperteil abschnuppeln ist nicht so meins. Das ist auch, genau, oder keine Haut mehr. Also ich meine, man sieht sie nicht mehr. Du hast sie noch, aber man sieht sie nicht mehr. Ja, ist nicht so geil. Aber keine Ahnung, sowas. Also die Leute haben die unterschiedlichsten Sachen geopfert bisher. Also wie gesagt, halt ja, Mitgefühl fand ich besonders krass, ja. Mhm. Weil dann zum Beispiel auch du plötzlich gegenüber Menschen, die du eigentlich liebst oder die dir was bedeuten, wirklich einfach nichts mehr empfinden kannst. Ich finde, das ist ein ziemlich hartes Opfer. Oder was auch schon mal hatte, war, jemand hat sein Lachen geopfert. Diese Person konnte nicht mehr wirklich. Ja, oh Gott, wenn ich nicht mehr lachen könnte, das wäre ja furchtbar. Die konnte nicht mehr lachen, aber auch dieses Gefühl nicht mehr empfinden, das du beim Lachen empfindest. Und das sind so Sachen, wo ich dann halt denke, klar, das siehst du nicht sofort, aber diese Leute sind gezeichnet. Ja. Und No, Sagoya schreibt meine beiden Lieblingsmoderatorinnen. Dankeschön. Dankeschön. Mua. Ja, aber. Ich weiß nicht. Also ich finde immer noch, dass es halt, also ich meine, wir haben ja gesagt, Wurzel allen Übels oder der Unverstandene. Mhm. Für mich persönlich, ich fände es schön, wenn der Namenlose nicht einfach nur das Böse wäre. Nicht falsch verstehen, bitte. Ich finde es nichts schlimmer, als wenn der Erzschurke am Ende der Kampagne dasteht und sagt, aber ich hatte so eine scheiß Kindheit. Mann. Ja, das, also da gehe ich. Ja, also, ja, genau. Da gehe ich heim. Aber ich finde tatsächlich, es passt in das Narrativ. Also zumindest ich fände, es würde da reinpassen, wenn was Wahres dran wäre. Und wenn, aber natürlich ist die Implikation dabei dann sind die 12 Götter halt vielleicht doch nicht mehr die Guten. Weil sie faktisch jemanden rausgekegelt haben damals. Die Frage ist dann, okay, die könnten ja einen Grund dafür gehabt haben, dann wären es vielleicht doch noch die Guten. Aber ich finde, es ist einfach kein sehr netter Zug, wenn man sowas macht. Und damit wären sie dann nicht mehr ganz so die Sauberleute. Und ich weiß nicht, mir wäre es persönlich so am liebsten, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich sehe es genauso wie du. Also ich finde schon, man braucht in so einem Fantasy-Setting, braucht man das Böse. Aber das machen die Dämonen, finde ich, für mich gerade auch sehr gut. Also ich finde, das sind sehr, sehr, sehr schöne, das ist sehr schön, das Böse. Und der namenlose Gott darf gerne ein bisschen tiefgründiger sein als einfach nur böse. Also ich fände es auch sehr schön, wenn da noch ein bisschen mehr hinterstehen würde, als nur einfach, ich bin der böse Gott und ich hasse euch alle und deswegen will ich euch alle zerstören. Also das fände ich schon ganz nice. Also das, was er tut, ist ja zum Teil auch echt schlimm. Also das steht außer Frage, aber ich finde... Der steht, das wissen jetzt viele nicht und ich will auch nicht spoilern, aber der ist verwickelt in einige der größeren Konflikte der... Also ich meine, der Neuzeit kann man nicht mehr sagen, es ist jetzt auch schon wahrscheinlich so 10, 15 Jahre her, aber es gab immer wieder größere Kampagnen auch, wo es ganz im Hintergrund irgendwie namenloses Wirken gab, was aber teilweise die Heldinnen auch gar nicht rausgefunden haben. Also das war dann teilweise nur eine Info für einen Spielleiter oder es war halt unglaublich schwer, es irgendwie rauszufinden oder es sollte später rausgefunden werden.
Ja, also da ist schon, der spielt schon dreckig. Also das kann man nicht Der anders spielt sagen. definitiv dreckig, also allein auch das Ganze rund um Padona und Borberat und so. Also dem sind alle Mittel recht, sage ich mal. Also vielleicht ist seine Intention, die er ursprünglich hat, vielleicht ist die Welt, nachdem er an der Macht ist, nicht so schlimm, wie sich immer alle ausmalen. Aber das, was er tut, um dorthin zu gelangen, ist definitiv schon starker Tobak. Die Frage ist ja auch, was hatte der vorher, was er jetzt dann halt nicht mehr hat? Und also gerade wenn man sich so die Aspekte anguckt und die er mal hatte oder gehabt haben soll, da ist ja zum Beispiel auch Herrschaft dabei. Da ist auch, er wurde der Güldene genannt. Also der ist nicht in Lila mit so Emo-Friese. Ich möchte niemanden hier beleidigen, der genauso rumläuft, ja. Irgendwie vor sich hin gemobbt, ja, sondern das muss mal wirklich eine strahlende Gottheit gewesen Ja, auch sein. Ordnung auch, also Herrschaft und Ordnung auch, das ist auch so seine Aspekte, also. Und wo sind die Aspekte jetzt gelandet? Könnte man jetzt ganz ketzerisch sagen. Ich muss jetzt gucken, dass hier nicht gleich die Bannstrahler vor der Tür stehen oder sowas. Hallo? Ja. Aber ja, wo sind die jetzt gelandet, diese Aspekte? Definitiv, Na, ja. bei dem Gott mit P. Welcher ist das wohl? Gibt es eigentlich Penis. mehr als. Ah, Praios. Entschuldigung. Jetzt haben wir schon Schwanz und Penis gehabt in diesem Stream. Aber gut, wir haben es ja nur gesagt. Das ist ja Wortkunst, was wir hier machen. Und vielleicht auch ein bisschen Satire und Verzweiflung. Viel Verzweiflung. Ja, genau. Also der Gott mit P wie Praios, mit dem auch das Jahr anfängt, der hat diese Aspekte jetzt. Und ja, Fex, oh, Fex, Fex oder Fix, sagt noch jemand. Aber hallo, Obi-Wubi-Dubi. Hallo, willkommen. Wir reden über den namenlosen Gott. Das mag dir vielleicht komisch vorkommen, aber es ist sehr schön hier. Bleib doch bei uns. Ja, aber genau, das ist halt so. Ich find, der hat ungenutztes Potenzial. Ich finde auch, ja, Ich finde definitiv. auch, er ist oft immer gleich eingesetzt worden, so als Schurke oder als Hinterschurke, Schurke hinter dem Schurken, in irgendwelchen Abenteuerkampagnen. Ich finde aber, wo er mir fehlt, tatsächlich ist als, keine Ahnung, namenlose Gewalt, als nette Auftraggeber, ja, oder so Leute, für die man ein, zwei, drei, vielleicht auch, also könnte ich mir gut vorstellen, vier oder fünf Questen erledigt, weißt du, und irgendwann dann, und die sind auch gar nicht schlimm, für sich genommen, ja, und irgendwann später findet man dann raus, was man da jahrelang alles getan hat für den netten Kaufherrn aus der Festumer Straße, ja, und dann irgendwann denkst du dir so, oh shit, also sowas würde ich mir wünschen, wenn ich hier schon Wünsche äußern darf, vielleicht hört ja jemand zu, den es interessiert, und ich würde mir generell, und ich bin nicht sicher, warum das noch nicht passiert ist, generell mehr Produkte zum Namenlosen wünschen. Und ich glaube, das würden viele Leute. Und ich So weiß namenlose zumindest, Tassen und namenlose Ohrringe, namenlose, ach nee. das gibt's schon. Das gibt's schon. Ich sprach hier von Produkten mit Substanz. Also, Rot. was nicht heißt, die haben wahrscheinlich relativ viel Substanz, so Tassen. Aber ich hatte auch eine namenlose Tasse, aber die ist mir runtergefallen. No. Ja. Deswegen habe ich jetzt nur noch hier War denn Miki? Schreibt jemand. Mr. Oh, den. Coggin. Ja. So ein schönes namenloses Vademekum. Oh ja. Vademecums, ja, oder einfach, das gab mal die Idee, oder also vor langer Zeit war es, glaube ich, auch mal angekündigt, lose, oder irgendjemand hat es auf einer Convention erwähnt und dann ist es immer gleich angekündigt. Ein Band namens Rattenschatten, wo mehr über den Namenlosen drin stehen sollte, der auch nie erschienen ist und dann irgendwann vom Verlagsplan gestrichen wurde. Oder es gab mal die Idee, einen braunen Band zu machen. Also die braunen Bände waren damals bei DSA 4, das Tractatus Contra Demonis, elementare Gewalten von Toten und Untoten, wo Ja, zu cool. einem Thema ganz viele Ingame-Texte waren und dann auch ein bisschen Regelunterfütterung. Das war meine Idee. Ich weiß aber, also bei uns hat es nie geklappt. Also, und ich war ja eine Weile in der Redaktion und es hat einfach nie geklappt. Es war einfach nie Zeit. Es war immer irgendwas anderes wichtiger. Und ich fand es schade, weil ich finde, der Ja. Namenlose hätte das echt mal verdient, dass man mit ihm irgendwas Tolles macht. Und Ja, dass man noch mal auch mehr in die Tiefe geht, finde ich. Also wirklich da, ich finde es ja. auch
Finde ich auch schade. Also Ja. ich mag den Namenlosen. Ja, also hier, falls jemand zuschaut, mehr Dinge über den Namenlosen, die man sich nicht nur auf den Tisch stellen oder ans Ohr hängen kann oder als T-Shirt tragen kann, sondern Ja, gut. mehr Lore, Mehr mehr Lore, ja. Spielmaterial. Also ich meine, ich finde es ja jetzt schon gut, dass man jetzt auch Spielwette schon mit bei DSA 5 relativ früh für Namenlose geweiht hatte. Das war schön. Das war mir persönlich auch damals wichtig, wo ich gesagt habe, naja, wir brauchen ja irgendwas zum Wegumpfen. Ach, nehmen wir die. Ja, aber das war eine bewusste Entscheidung, weil, weiß ich nicht, fand ich wichtig. Aber Es ja. wurde auch vorhin noch mal geschrieben, dass doch eigentlich nur Götter, die in Alvaran leben, eigentlich Karma spenden Genau, können. das war mal so, das ist richtig. Also es gab mal diese. Wobei, das ist auch so eine Sache, also das gilt für Aventurien, ja. Für andere Regionen gilt das nicht zwingend. Aber ja, das ist auch nicht mehr so eingeschränkt heutzutage. Sternfall sei Dank. Sternenfall sein Dank. Ja, da ändert sich Ja, einiges in Alvaran. da gibt es inzwischen Möglichkeiten. Wie das genau funktioniert, weiß der Henker. Also hat sich bestimmt irgendjemand irgendwas bei gedacht. Aber ja, also es ist tatsächlich nicht mehr so, dass nur Götter oder Göttinnen, die in Alvaran sitzen, Karma spenden können, sondern auch andere Entitäten. Und ich finde, das macht es, weiß ich nicht. Ich finde, das macht es ganz, ganz, ganz nett, so den Markt so ein bisschen zu öffnen. So die etablierten Religionen und Kulte müssen jetzt auch gucken, oh Gott, wie halte ich jetzt hier meine Follower bei der Stange? Das ist dann so ein bisschen Ja, wie Instagram, ja. absolut, ja. Ja. Also ich meine, wer weiß, vielleicht wird er halt auch einfach irgendwann ein richtiger, echter Gott und bekommt einen Namen und die anderen Götter müssen halt sehen, wo sie bleiben. Ja. Und dann gibt es nicht Frolla. mehr die 12 Götter, sondern die Ja. 13 Götter. Frolla sagt aber, Praios bedeutet halt Gerechtigkeit und der Namenlose wohl eher nicht. Ja, würde ich zustimmen, aber war das vielleicht mal anders? Wir Ja. wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Deswegen wäre es gut, wenn es mehr über sowas gäbe. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn zum Beispiel man sich gar nicht festlegt, wie das damals in Alvaran gelaufen ist oder so, sondern aber ja, indem man Varianten anbietet, das vielleicht komplett offen lässt. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn man den Namenlosen quasi so zum modularen Schurken ja, nach Belieben machen kann. Also das ist quasi, einem werden mehrere Varianten angeboten, wie es denn, ich weiß, es ist ketzerisch für DSA, aber einem werden mehrere Varianten angeboten, wie es sich denn wohl verhalten könnte. Und man sucht sich für seine heimische Runde die aus, die einem am besten zusagt. Ja, oder dass Das es fände vielleicht ich auch einfach okay. verschiedene Kulte gibt, die verschieden ausgelegt werden. Also es gibt ja, Ja. wie zum Beispiel jetzt, na, das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, weil es nicht so in die Substanz geht, aber Effard und der Flussvater und so weiter, die werden ja auch unterschiedlich verehrt, obwohl sie irgendwie ein und derselbe sind, mehr oder weniger. Oder eben, ja, dass Charybdoroth eben nicht als Dämonin verehrt wird, sondern als Göttin immer noch. Bei einigen, bei den Krakoniern war das, glaube ich, wird sie ja immer noch als Göttin verehrt. Und dass man da vielleicht so verschiedene Kulte dann auch hat, dass der verschiedene Ausprägungen Ja, hat. also da schöne kreative Vorschläge. Keine Ahnung. Ach, vielleicht können wir das auch mal machen. Ich meine, das wird ja nie alt. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Workshop zu bauen zusammen einen Ja. innovativen, namenlosen Kult mit Strahlkraft nach außen, mit einem guten Marketingkonzept, ja, das attraktiv neue Gläubige anspricht. Ich höre schon die Prajoten bei Nessie und Ivy klingeln. Weißt du was? Die Praios klingeln kann bei mich dir noch, mal. bei mir klingeln die nicht mehr, die rennen immer direkt die Tür ein. Ja, immerhin, oh Respekt, dass die bei dir noch klingeln. Ja, ich find, da steht noch einiges. Es gibt so viel cool namenlosen Scheiß. Ja, das Da ist kann ich definitiv übrigens richtig. auch jetzt mal so kurz die Werbetrommel rühren. Die drei Perdona-Romane von Mairi sind da sehr, sehr, sehr spannend. Und Ja, da sie da. halt eben auch über Perdona sind, ganz unweigerlich auch ganz viel über das Namenlose und rundherum, das kann ich sehr empfehlen, wenn man da Ja, ein bisschen ins Detail gehen möchte.
Ja, Ganz das spannend. Namenlose bei den Elfen, auch als das Dasa bekannt. Ja, da geht einiges in den Roman, das ist definitiv so. Kann man sich gönnen, wenn man da Bock drauf hat, auf Ja. Elfen, also Hochelfen eher. Hochelfen, ja. Hochelfen Das und könnten wir auch mal, also Hochelfen finde ich auch super spannend. Das könnte man auch mal vielleicht als Thema dann nehmen. Können wir. Oder? Tatsächlich ist es nicht so mein Thema. Es Also ist nicht dein das ist, Thema. Ich finde, nein, das ist aber Hochelfen also super spannend. ich weiß unglücklicherweise einen ganzen Arsch voll darüber, weil, ja, Hochelfen. Aber ja, tatsächlich ist es nicht so mein Thema. Es ging mir immer ein bisschen auf den Sack. Aber es ist kein Problem. Man muss auch über Dinge reden, die man nicht so mag. Ich kann das professionell, außerdem kann ich mich dann über so ein paar Chefaufreger auch auskotzen. Das Also finde ich in Ordnung. Mach das ruhig. das ist bestimmt nicht schlecht. Das gehört zu so einem, ja, Ja, Talkabend, doch finde ich eigentlich, da passt auch also, ein bisschen dazu, oder? ihr dürft jetzt gerne natürlich in den Chat schreiben, aber auch wenn ihr dieses Video auf YouTube später seht und Ja, ihr macht so unbedingt wollt, Vorschläge für dass wir Themen. über Hochelfen reden, dann könnt ihr das gerne, ja, dann könnt ihr das gerne sagen. Wenn ihr Nessie echt einen Gefallen tun wollt und mich furchtbar quälen wollt, dann schreibt das bitte. Aber auch überhaupt andere Themen. Also generell, Ja, falls gerne ihr. auch Themenvorschläge, wenn ihr schon immer mal was über das Zeitalter der Reptiloiden wissen wolltet oder wollt Worüber wir auch oder. über so gut wie überhaupt nichts wissen, aber also Genau. keine Ahnung, oder eine Fragestellung, die euch schon immer mal bewegt hat, Ja. also eine Charakterklasse oder überhaupt, keine Ahnung, bestimmte Charakterklassen. Wir könnten Oh, über Nahema. Oh, Nahema. Nahema reden, wir könnten über Ja. exotische Charakterkonzepte reden, wir könnten auch über Regeln reden, auch wenn das wahrscheinlich echt lustig werden würde mit uns, Das, aber. ja, Regeln, das ist Aber so. auch das könnten wir. Und wir sind hier, um uns mit DSA zu beschäftigen, was wir, glaube ich, generell gerne tun. Und Ja, falls doch. ihr tolle Vorschläge habt, sagt uns das. Wir werden bestimmt auch auf Patreon nochmal eine Abstimmung machen mit Themen. Und dann gucken wir einfach, was uns so als nächstes über den Weg läuft. Tatsächlich haben wir noch gar kein Thema für die nächste Sendung in 2 Wochen. Das heißt, falls ihr Vorschläge habt, das ist Es die ist alles offen, Gelegenheit. ja, die Gelegenheit, Ja. also. Genau. Gab es nicht mal ein Zeitalter der Insektoiden auf Aventurien? Das wäre doch Ja. spannend, Mrs. Shit. Das wäre total spannend, Kolorfallschafter. Aber es gibt darüber halt so gut wie nichts. Wir Gab könnten. es, genau, aber es Wir gibt können. wenig Info darüber, ja. Genau. Wir könnten da echt gut dick spekulieren. Aber also generell, wir können ja über ein paar Zeitalter reden, was es da so gibt. Aber oft ist die Quellenlage da halt Ja. nicht Vielleicht so generell, genau, berauschend. generell eine Talkrunde über Zeitalter. Das ist so ganz Über spannend. Zeitalter, ja, das wird dann so der Talk der maximalen Confusion, weil, also wie gesagt, seit die Zeitalter Ja. umdeklariert worden sind, ist das ist schwierig. Wenn man es vorher nicht kannte, glaube ich, kommt man mit diesem neuen System super klar. Aber wenn man das alte noch kannte, da ist irgendwann so völliger Hirntilt. Also, ja, Gehen auch. Periodenmontag spazieren. Nein, Ja. Räupen. Es wird direkt vorgeschlagen, Borberat als nächstes, Insektoiden und Ja. die Hochelfen ist auch eine gute Kombination, ja. Lieblingscharaktere und oder Lieblingscharaktere oder NPCs. Oh, ich glaube, NPCs. das ist doch was für uns, Nessie. Das ist auf Ja, jeden das ist ein Fall. gutes Topic, ja? Gutes Ja. Topic. Ja, Lieblingscharaktere und oder NPCs oder NSC-Porn. Darüber würde ich auch gerne Oh, reden. NSC-Porn, gutes Darüber würde ich Thema. auch gerne reden, glaube Ja, ich. Ja. das finde ich gut. Ja. Ja, oder ich meine, keine Ahnung, wenn es jemand interessiert, können wir auch über unsere Charaktere erzählen, aber ich glaube, das will niemand. Will das jemand? Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wollt, sagt Bescheid. Ich Ja, kann. sag Ich habe einen Bescheid. ganzen Ordner hier mit Charakteren, die ich gespielt habe, weil ich, wie gesagt, ich mache das ja schon sehr lang. Die Nessie macht das Ja. auch schon sehr lang. Ja. Ja. Ich glaube, vielleicht nicht ganz so lang wie du. Ich weiß es gar nicht. Vor allem, also wahrscheinlich nicht so intensiv, würde ich eher sagen. Vielleicht fast genauso lang, aber nicht so intensiv. Du bist einfach die intensivere Person. Ich habe einfach wenig Freunde gehabt und viel Zeit. Und dann habe ich es Ich habe dir so, also ich beruflich habe es dir gemacht. präsentiert auf dem Silberteller. Ich habe es nicht gerafft, was, dass ich sage, oh ja, ich habe es so intensiv getan oder. Nein, ich habe es einfach gerne gemacht. Also das ist der Haben wir Grund beide tatsächlich. ein Getränk mit Metallstrohhalm gerade?
Ja, ich möchte auch übrigens, das ist keine Werbung, aber ich empfehle Metallstrohhalme. Das ist immer, die Leute sagen immer, Öl lässt dich Kacke sauber machen oder so. Nein, und das ist Nein, es gibt ja extra diese Bürsten dafür. richtig. Außerdem, der kann in die Spülmaschine, wenn man dann eine hat. Und ich habe ihn jetzt seit sage und Weg. schreibe 8 Jahren. Ich habe den auch schon super lange. Kai schreibt Ton weg. Ton weg. Ton weg. Ton weg. Ich habe noch Ton, also bei mir schlägt es noch aus. Nö, Julian Ton ist schreibt, noch nö, Ton ist da. noch da. Dann ist das Gut, vielleicht dann ist bei es dir, dein Kai. Ton, Kai. Wunder. Kai Alpaka hat keinen Ton. Ton da! Genau. Ja, also wie gesagt, lasst euch was einfallen, wenn ihr Bock auf ein bestimmtes Thema habt. Lasst uns noch einmal ganz kurz zurück zum Thema kommen. Wir müssen ja irgendwie so auf einem High enden. Ja, Ja, also was ist dein High, Ivy? mein hat der Namenlose natürlich seine Glorie. Nein, also ich stelle fest, oder darf ich das so sagen? Ja, ich stelle fest, dass wir beide sehr aufgeschlossen sind dem Namenlosen gegenüber. Das hast du gut erkannt. Ja. Und dass wir beide so eine gewisse Begeisterung für gut gekleidete Kultisten haben Ja. in Purpur und Gold, Ja. die so einen sinistren Touch haben. Also ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Yep. Wir hängen beide so ein bisschen an der Theorie, dass es hinter dem Namenlosen mehr stecken könnte als ein Stumpfbösewicht, sondern dass der vielleicht tatsächlich irgendwie Beef mit den 12 Göttern hatte, der über das hinausgeht, wie ich will aber alles anders haben, als ihr es gemacht habt. Ich glaube das, ja. Ich bin da ziemlich von überzeugt. Und ja, dass wir den schon so ein bisschen fangirlen. So ein Maybe. bisschen. Ja. So ein klitzekles kleines Stück. Ja, und uns mehr wünschen tatsächlich über ihm Ja, gerne mehr. und mit ihm. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Das heißt, ich hatte so das Gefühl, die Leute im Chat waren interessiert. Viele mochten ihn nicht so sehr wie wir, aber das ist ja auch so gar Das ist in nicht Ordnung. Es ist Bedingung. Geschmackssache auch ein bisschen. Also, ne? Ja. Es ist so wie Pepsi oder Cola, man, so Ja, zu ein Leos bisschen. sagt, dass bei uns keine Schatten im Bild sind. Das liegt daran, weil wir so gut ausgeleuchtet Leuchtet sind. sind. Ja. Ja, das würde gar nicht auffallen, wenn wir beide Anhängerinnen des Namenlosen wären, weil wir so Nö, gut gar nicht, ausgeleuchtet ja. sind, würde man nicht sehen, ob wir Schatten haben oder nicht. Dank Halogenleuchter und dem ganzen Firlefanz, LED Ja. und so, Ach, fällt das gar top. nicht auf. Ja, Top, oder ja. du machst es so wie ich früher in meiner Jugend. Ich war gruftig, ich bin sowieso nur rausgegangen, wenn es dunkel war. Eben. Also da gibt es Mittel und Wege. Bessie braucht keinen Schatten, sie hat Boris, ja. Ja. Wie Nein, viele aber Zehen und Finger habt ihr? also meine Hände kennt ihr ja, aber ich mag meine Füße nicht sonderlich. Das heißt, Nee, ich mag meine Füße auch nicht sonderlich. vielleicht gibt es da Geheimnisse. Ja, das ist auch in Wirklichkeit alles Make-up, weil ich habe nämlich auch schon meine Haut geopfert. Da hast du aber krass geschminkt, muss ich ja Ja, das sagen. ist. Respekt. Also es sieht so natürlich aus. Ja. Genau. Aber also wir wünschen uns auf jeden Fall irgendwie mehr coole Action mit namenlosen Umtrieben und hätten auch nichts dagegen, wenn es da mal richtig kracht. Also, falls irgendjemand unter die Autorinnen gegangen ist oder so oder da gute Kontakte habt. Ja, du könntest ja mal so ein Stream-Abenteuer schreiben, Ivi. Ja, Ewe könnte ein Stream-Abenteuer oder ein Stream-Kult oder so. Ja, könnten wir. Ich wäre Könnten deine wir, erste keine Frage. Anhängerin. Könnten wir, keine Frage. Und dann irgendwas mit dem Namenlosen machen. Ich weiß aber nicht, also jemand hatte sofort geschrien, oh yeah, Halloween. Ich weiß nicht, ob das noch klappt. Mein Hirn ist nicht mehr so Ja, jung das ist ja schon in 5 Tagen und oder so. frisch, genau. Aber Nein. im Stream einen Kult gründen. Ja, das hatte ich überlegt. Das war mein ursprüngliches Konzept für diesen Abend. Also ich war mal bei einem sehr guten Kabarettisten, der über den Islam gesprochen hat.
vor Jahren. Und der hat das auch so gestaltet, dass er quasi am Anfang waren wir noch ja Gästinnen in seiner Show, dann irgendwann waren wir dann auch hoffnungsfrohe Glaubensgeschwister und irgendwann später waren wir dann Brüder, Schwester und andere im Glauben. Also es wurde immer, wir wurden immer mehr eingebunden in diese Show. So hatte ich das ursprünglich auch mal mir gedacht, aber ich dachte mir, wenn hier jemand aus Versehen reinschaltet, ja, und dann predigen wir hier. Wir preisen seinen Namen, den wir nicht kennen. Einen fiktiven Kult, ja, aus einem Fantasy-Spiel. Es gibt wieder nur Ärger, ja. Es gibt Ärger, ja. Oder die Leute verstehen nicht so ganz, was hier passiert. Also nicht, dass es mit dem Talk jetzt besser gewesen ist, wenn man hier reingeschaltet hat und wirklich überhaupt keine Ahnung hat von DSA und sich denkt, worüber reden die da? Aber dafür ist es ja auch genau gedacht. Hier gibt es den Deep Lore Dive, den man in DSA haben kann. Also und wie gesagt, wenn ihr was Deep nicht Lore versteht, Dive, ja, fragt super gerne. Wir helfen gerne aus. Der Chat hilft gerne aus. Aber hier nehmen wir keine Rücksicht darauf, dass jemand irgendwas nicht wissen könnte oder so. Wir wissen auch Sachen nicht. Aber aber der DSA Talk Dienstag ist echt dafür da. Dass wir so richtig abnörden. Fürs Abnörden. So richtiges Deep Lore abnörden. Das finde ich sehr gut, Deep Lore. Mhm. Deep Lore Dive abnörden. Ja. Da können wir auch Dinge noch anfügen. Wer ist Lore Dive? Ja, das frage ich mich auch. Lore Dive. Das könnte ein Torwaller sein, Lore Dive, Sohn des Islife. Knorke-Feilschaft, der merkt übrigens an, ich sage nur Yusufi zum Gruß, Bruder, Schwester. Ist auch so eine Sache, wir sind schon eine Subkultur insgesamt. So, also wenn jemand, keine Ahnung, irgendwie in den Chat kommt und dann ist alle Preise den Kater Yusufi zum Gruße und solche Sachen, da könnten Leute auch erstmal denken, was passiert denn hier? What? Aber ich finde gerade solche Dinge machen doch etwas attraktiv. Es gibt einem irgendwie das Gefühl, dass man dazugehört und weiß, was abgeht. Und das ist ein Community-Ding, ja. Die meisten Twitch-Chats haben doch auch irgendwelche komischen Icons oder Emojis, die nur sie benutzen und irgendwelche Insider. Deswegen. Oh, Yusufried, Ivi. Morgen ist Mittwoch, genau. Wir sind jetzt ja auch eigentlich am Ende unseres Panels angekommen. Also wir könnten noch, aber dann geht es auch wirklich so richtig in die Spoiler von Abenteuern und das wollen wir nicht. Nee, und ich glaube auch, wir könnten tagelang über den Namenlosen reden. Mhm. Da bin ich ganz, ganz, ganz sicher, aber ich glaube, wir haben eigentlich alles, was irgendwie gerade wichtig war, gesagt. Genau, Chop Chop ist auch so ein Ding. Niemand versteht das mehr, aber es ist halt da. Chop Chop, meine Lieben. Chop Chop. Chop, ja, Chop. Morgen geht es weiter mit DSA und zwar ganz hardcore mit Blutige See. Und ich darf Kapitänin Schulinei spielen. Und und Nessie ist auch mit dabei als die Frau, die für mein Leben verantwortlich ist. Also, wenn ihr Schulleiter kennt, das ist ein echt harter Job. Dein Leben liegt in meiner Hand und ich opfere dir mein Leben. Das haben wir doch schon geklärt. Schulleiter möchte nicht, dass sich irgendjemand für irgendjemanden opfert, ohne Absprache, schon gar nicht. Da hast du nicht mitzureden, das ist ihre Pflicht und ihr zahlt da viel Geld dafür und das ist... Ja, meine Mutter zahlt da viel Geld dafür, ja. Hm. Genau. Genau, also wir spielen morgen auf jeden Fall unsere wahrscheinlich sehr soapige Kampagne weiter. Blutige See. Wir fahren mit einem Schiff in die Blutige See, um Dämonenkultisten zu was wollen wir von denen eigentlich? Wir wollen, dass sie aufhören mit ihrem fiesen dämonischen Tun. Wir wollen, dass sie aufhören, ja. Wir haben den Auftrag bekommen, diese Kultisten auszuheben und zu vernichten. Richtig, wir sind ja im Auftrag Araniens unterwegs und wir wollen Araniens Küsten wieder sicher machen. Araniens Küsten wieder sicher machen. Unser und haben Motto. Asphalel dabei. Und haben Asphalel von Jolgomag dabei, genau. Das ist Feuer mit Feuer bekämpfen, sage ich nur. Wenn man Dämonenbündlern zu Leibe rücken will, sollte man einen Dämonenbündler dabei haben. Also, make Aranien safe again. Mhm. Ja, genau. Wir machen Aranien wieder sicher, ja. Das ist ein guter Slogan. Mhm.
Genau, wir haben eine ganz fantastische Crew. Also wir haben eine Schelmin für die Bordmoral, einen dicken Bordkater, eine Leibwächterin, einen Dämonenbündler, eine völlig irre Kapitänin-Hexe, Hexenkapitänin, egal. Eine Hexinnen-Kapitänin. Eine Prinzessinnen-Hexe-Kapitänin. Genau, Prinzessinnen-Hexen-Kapitänin. Eine völlig durchgeknallte, ein bisschen vergessliche Magierin. Oh ja, die ist großartig. Ja, die ist sehr süß. Ich finde die extrem cute. Ja. Also es wird sehr gut. Wir haben sehr viele Frauen und eine fantastische Spielleitung. Das war sogar ursprünglich mal gedacht, eine reine Frauenrunde zu sein. Und dann kam Asphalel von Yolgomak. Naja, der hat doch so lange Haare. Dass, ja, Benny kann also, man auch. Der geht, nein, doch von hinten. Nicht. Der geht doch von hinten. Der gilt von hinten als Frau. Ja. Genau, also es wird fantastisch. Genau, Orianna Butterweg ist unsere Magierin. Genau. Ja. Und, also schaltet unbedingt morgen ein, wann? Um 8 wieder? Um 8. Um 8, ja. Um 8, genau. Und am Wochenende passiert wahrscheinlich nicht so viel. Da ist nämlich Heinz Conn auf der Insel Pellworm. Oh ja. Ja. Yeah. Und ich kann leider nicht da sein. Ich auch nicht, ich bin auf einer Con. Was? Du bist auf einer anderen Con? Ich bin auf einer anderen Con, ja. Ich mache Lab. Ein Wochenende. Oh, ja. Ich mach gar nichts, ich muss arbeiten. Ja. Ich hab eine Deadline am 31. Oh no. Für ein größeres Projekt, ja. Und natürlich bin ich noch nicht fertig. Aber das ist kein Problem. Das wird alles noch erledigt bis dahin. Ja. Aber deswegen werde ich arbeiten. Vielleicht, ich weiß noch nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob Nico und Marie spontan was streamen wollten von Pellworm am Wochenende, ob das überhaupt technisch möglich ist, ich weiß es nicht, aber falls nicht, vielleicht, wenn ich vorher mit meinem Projekt fertig werde, vielleicht streame ich kurz noch irgendwas, ich weiß, wir haben noch ein bisschen Pathfinder, das wir zocken könnten, also das Computerspiel, da ja. Hänge ich noch in einem DLC, den ich gerne fertig spielen wollen würde, weil es nämlich schon den nächsten DLC gibt. Mhm. Ja, mal gucken. Mrs. Shen ist nicht auf der Insel, also der richtigen. Doch, Mrs. Shen ist auf der Insel, aber also der richtigen. Also der Insel, die Verrückte macht. Also die Insel, die Premierminister wechselt, wie andere Leute Unterwäsche. Ja, auf der Insel bin ich. Ja. Und das ist nicht Pellworm. Das ist ein anderes Thema. Pellwormer Premierminister. Ja, ja, genau. Also, für alle, die auf die Heinz-Con gehen, super, super viel Spaß wünsche ich euch. Ich wäre gerne da, vielleicht das nächste Mal. Und ja, dann Werbung Redest haben wir gemacht. Genau, wir können mal gucken, wo wir noch hingehen können. Wer tut denn noch Dinge um diese Zeit? Annie the Duck spielt Dungeons and Dragons. Ja. Ben and Paper spielt Dungeons and Dragons. Ja, wir können. Haselnuss. Wir könnten zu Ben rüber reden. Wenn der ihr wird Bock sich habt. Bestimmt freuen, ja. Ich glaube, der streamt auch Annies D&D. Ich glaube auch, ja. Annie ist ja Spielleiter. Ja. Bin. Ich gucke gerade mal, aber sonst ist. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viele Leute hier. Ich auch nicht. Ich follow viel zu wenig Menschen. Warum tue ich das? Auch. Ja, ich sollte, genau. Ben streamt das gleiche wie Anni. Na gut, wir können ja zu Ben mal rüber. Lass uns zu Ben rüber raiden. Und gucken. Lass mich mal hier. Hoffentlich hattet ihr Spaß, meine Süßen, auch ohne Boris Cam. Und sag mal Bescheid, wie ihr das Format findet. Ob ihr wollt, dass wir da weitermachen. Und wenn ja, mit welchen Themen. Genau. Und vielen, vielen Dank für eure Inputs und Outputs und eure Fragen. Und vielen Dank, Ivy. Ja, gerne. Immer, jederzeit. Was sollte ich Dienstagabends auch anderes machen? Außer normalerweise gucke ich dir zu. Du Süße, du. Ja, genau. Ja, dann. Also, ich hatte sehr viel Spaß. Auf den Raid-Knopf gedrückt. Ja. Und wir drücken dann jetzt hier gleich auf den Ausknopf und ich schicke euch rüber zu Ben. Vielen, vielen lieben Dank. Habt einen super Abend und preiset den Güldenen. Ja, preiset den Güldenen. Und bis dann. Bye, bye.